Bamberg TV 1. Unterhaltung mit Haltung. Die Reportage. Liebe Freunde, willkommen bei Bamberg TV 1. Grau, nass, windig, boah, man will nur eins, abtauchen. Und das tue ich heute, und zwar mache ich heute den Selbstversuch Tauchen. Wir erklären euch, wie ist ein Tauchanzug aufgebaut, was braucht man, wenn man tauchen möchte, was ist Schnorcheln, was ist Tauchen, und das Ganze heute in Hallstatt beim Tauchsportzentrum. Ihr seid mit dabei und könnt gespannt sein, welcher der beiden Kameramänner heute mit ins Wasser geht. Das heute bei Bamberg TV 1, mein Weg führt nach unten. Angekommen. Grüß Gottchen. Grüß dich, schön, dass du da bist. Danke. Servus, du bist der? Hallo, herzlich willkommen im Harzburger Tauchsportzentrum. Ich bin der Benno. Der Benno? Jawohl. Wie der Benno Berghammer. Es gibt nicht so viele von meinem Namen, ja. Aber den gibt es auch. Den kennt man aus Film und Fernsehen, glaube ich. Ja. Kommt doch jemand aus dem Nichts. Servus. Hallo, du bist herzlich willkommen im H2O Tauchsportzentrum. Chef? Nein, ich bin der Thomas. Der Thomas. Nicht Chef, er ist nur Thomas. So, ich würde sagen, ich lege ab und dann reden wir heute mal über das Thema Tauchen. Ganz genau. Wie funktioniert es, wie geht's und kann ich es überhaupt selber machen? Ja, nein. Das werden wir dir sagen, ob du das kannst. Also, dranbleiben, gleich ist los. Ich ziehe mich erstmal aus und hole mir was zu trinken. So schaut's aus. Los geht's mit Nadine, und angekommen sind wir jetzt bei den Schnorcheln und bei den Flossen. So. Schnorcheln kennt man doch als Kind. Man geht irgendwie in eine Drogeriemarkt, kauft sich so einen billigen Schnorchel. Irgendwie funktionieren tut's nicht. Was macht einen guten Schnorchel aus und wie funktioniert überhaupt Schnorcheln? Es gibt verschiedene Arten von Schnorcheln. Es gibt Trockenschnorcheln mit einer Trockenkammer. Da kommt dann auch, wenn du jetzt schnorchelst und du hast Seegang und es kommt eine Welle, dann geht das Wasser nicht in den Schnorchel, der macht zu. Oder es gibt die herkömmlichen, die haben einfach einen Spritzschutz. Ich zeig dir das mal am besten. Das hatte ich immer. Die nehmen wir doch mal mit. Genau, die. So, da kommen wir mal her zu dir. Ne? Also, das ist jetzt ein? Ein Schnorchel mit einer Trockenkammer. Mhm. Das heißt, wenn eine Welle kommt, bleibe ich drin trocken. Ganz genau. Da unten ist ein Schwimmer drin. Und wenn die Welle oder der Wasserstand steigt, dann wird es nach oben gedrückt und dann wird diese Klappe zugemacht und dann geht kein Wasser nach innen. Im Gegensatz zu dem, der hat eine ganz normale Spritzschutzkappe. Es geht nicht alles an Wasser rein, aber wenn du jetzt richtig Seegang hast, dann wird das volllaufen. So ist es. So hatte ich immer. Ich hatte es immer wumm. Voll. Aber früher musste man ja den Schnorchel zum Beispiel komplett auspusten, dann ging alles nach oben raus. Heutzutage hat man Ausblasventile, dann geht das Wasser einfach nach unten weg. Das geht also ganz. Man kann auch, wenn man das. Ganz einfach geht es raus, musst gar nicht mehr dich groß anstehen. Also beim Film Mann spricht Deutsch mit Gerhard Polt war es definitiv so einer. Ja, wer den Film kennt, der weiß, von was ich rede. Ich glaube, das war er. Wo ist er? Wo ist er? Sie sucht mal, ja, schön. Also Schnörkelchen, ne? Ah ja, genau, so einer war das. Einfach ein Loch, stimmt's? Einfach ein Loch. So. Das sind die ganz einfachen. Wenn jetzt Kinder schnorcheln wollen, ja. Habt ihr auch das Passende für da? Haben wir. Die Kinderabteilung ist hier. Also, wir gucken mal darüber. Ach ja, die Farben sind aber auch schön, ne? Rosa für die Mädchen, grün für die Jungs. Ganz genau, das haben wir in allen Farben da. Kids fahren total auf Farbe ab, deswegen sind die da auch ein bisschen knalliger als für die Erwachsenen. Mhm. Naja, ein bisschen Kleinkram haben wir für die Kinder auch. Und es gibt immer Schnorchelsets. Ob es Erwachsenen-Sets sind oder Kindersets, ist eigentlich egal. Und bei den Kindern gibt es auch verschiedene Größen. Das ist jetzt für die ganz Kleinen zum Beispiel. Und diese Maske hier ist schon für die etwas Älteren, so ab 6, 7 Jahren. Heißt das nicht Taucherbrille? Das heißt Tauchermaske. Tauchermaske. Die haben Masken auf, genau. Keine Brillen? Keine Brillen. Du hast eine Brille auf. Was tun, wenn ich eine Brille habe? Es gibt Masken mit optischen Gläsern. Also du kannst dir, wir würden dir die Gläser wechseln. Du musst uns einfach deine Dioptrienzahl geben und dann bestellen wir die passend für dich, suchen vorher deine passende Maske aus, bauen die ein und dann kannst du sehen. Dann kann ich mit dieser Brille gucken. Genau, ich zeig dir die dann gleich mal bei den Erwachsenenmasken, wenn du möchtest. Ja. Und dann kann ich dir das mal erzählen. So, jetzt haben wir hier oben ja ganz ausgefallene Masken. Was sind das für Masken? Das ist die Vollgesichtsschnorchelmaske. Das ist so Vollgesichtsschnorchelmaske? Ganz genau. Wir blenden das Wort jetzt mal ein. Vollgesichtsschnorchelmaske. Das kann man auch nur reden, wenn man nicht betrunken ist, ne? Das stimmt, da darf man keinen Alkohol trinken. Das ist aus Asien rüber geschwappt. Die Asiaten finden es total toll und ist absolut perfekt für Menschen, die jetzt beim Schnorcheln Probleme haben mit Würgereiz oder sie können durch den Mund nicht richtig atmen. Dann benutzt man diese Vollgesichtsmaske. Da wird der Schnorchel dann da oben einfach drauf gesteckt. Hat es so einen Rücklauf, dass nichts reinlaufen kann? Ja. Das hat auch so einen Schwimmer hier drin, so wie die andere. Und dann auch bei Wellengang macht es dann einfach oben das Loch wieder zu, dass nichts nach innen in die Maske kommt. Und dann setzt man das auf. Wenn du möchtest, kannst du das ja mal aufsetzen. Also ich finde es ja spannend, wenn wir es nachher mal zeigen anhand des Kameramanns, in der Dirk heute mal. Weil ich gehe heute in den Taucheranzug noch rein, dann kann der Dirk ruhig mal, finde ich, mal aufsetzen, oder? Was hältst du davon? Na ja,
Neujahr nehme ich als Zustimmung hin. Ne? Also Neujahr heißt ja. Aber ihr braucht dann schon die große Größe, ne? Genau, die große Größe für den Dirk. Hat ein und großes Gesicht. Absolut. Und für dich könnte man ja es nehmen. Ja, sehe ich auch so gerade ziehen. Sag jetzt nichts. Bei der ist es auch so, du setzt diese Maske auf, du hast unten ein Ausblasventil, wie bei allen anderen auch. Und dann kannst du sprechen während des Schnorchelns, schreien, jubeln, wenn du in High siehst, wie du das möchtest. Und wie gesagt, das ist für die Personen, die eben ja, Würgereiz haben oder eben nicht so gut durch den Mund atmen. Oder ein bisschen empfindlicher sind. Ganz genau. Passend für den Dirk. Für die Dieven. Für die Dieven. Ah, du bist mir sympathisch. Gut, der Dirk denkt sich jetzt, scheiße, ich kann die Kamera nicht bewegen, ich muss ganz starr bleiben und das liebe ich in diesen Momenten. Schön ruhig halten, ne? Wir reden danach. So, hopfen wir mal rüber. Also es gibt ja verschiedene Masken, wie wir hier sehen. Ne? Also gibt es mit Nase, alles in mit Nase? Mit Nase ist bei uns muss man so machen. Ganz wichtig, weil wir müssen Druckausgleich machen unter Wasser. Aha. Wenn wir abtauchen, entsteht ja ein Vakuum in deiner Maske und das musst du ja wieder lösen können, sonst saugt die sich ganz fest an dein Gesicht. Und dann atmest du kurz durch die Nase aus und dann ist die Maske wieder ganz entspannt auf deinem Kopf. Ach so. Und da hätten wir jetzt schon eine, das ist eine mit einer Lesehilfe. Mit einer Lesehilfe? Ja. Wir tauchen. Gleitsichtglas? Nein. Das ist, wir müssen unter Wasser Instrumente ablesen und wenn jetzt jemand die Altersweitsichtigkeit hat. Und eigentlich eine Gleitsichtbrille trägt? Nein, nur altersweitsichtig. Also du kannst wirklich nur deine Instrumente damit ablesen. Oben ist ganz normales Glas drin. Ja, ja, aber theoretisch könnte man es wie eine Gleitsichtbrille auch beschreiben. Könnte man auch, wenn du oben noch eine andere reinkleben würdest. Soll ich dir was sagen? Was? Der Dirk hat neuerdings eine Gleitsichtbrille auf. Rentnerbedarf für die Kamera, Leute, ich finde es super. Ja, ja, das ist auch wichtig, dass man für die älteren Kunden einfach was da hat. Der Blick, ich will mich gar nicht mehr angucken heute. So, hier haben wir auch dann erst die weiblichen Modelle, oder? Nein, das ist eigentlich alles total unisex bei uns. Also Mädels setzen ja, auch gerne. Ja, das ist schon weiblich. Nein, mögen viele Männer sehr gerne. Weil echt? Das ist metallic rot und es hat nichts mit Normalrot zu tun. Ach so. Habe ich mir sagen lassen. Also. Das ist jetzt eine Maske zum Beispiel. Die können wir komplett auseinanderbauen. Ich bestelle für dich die Gläser mit der Dioptrienzahl, dann bauen wir die ein und dann bist du absolut bestens ausgestattet und kannst unter Wasser alles so gut sehen wie an Land. Wow. Das wäre jetzt eins von den Modellen, bei der das möglich ist. So, jetzt gehen wir zum Thema Flossen. Also, da gibt es ja den Trend auch, wie ich dann sehe, dass ja so Mädels machen, Meerjungfrauen schwimmen. Das heißt, es ist so eine einzelne Flosse, entweder nur an den Füßen oder bis hoch reingequetscht. Ja. Ist es sinnvoll? Ja, nein, ehrlich. Also von diesen kompletten Anzügen halte ich persönlich jetzt nichts, weil das eigentlich, das ist ein Spielgerät, das ist, kann auch manchmal ein bisschen gefährlich sein. Man muss sein Sportgerät schon beherrschen. Und wir haben auch Meerjungfrauen-Trainingsflossen, haben wir auch hier. Ich hab dir bei der Meerjungfrauen-Trainingsflossen. Alter Falter. Das ist wirklich ein Arbeitsgerät. Damit kannst du richtig toll Training machen. Das ist wie Bauch, Beine, Po im Wasser. Ja, ist unglaublich, du kannst unglaublich Kalorien verbrennen und es ist richtig Arbeit, du hast richtig gut Muskelkater am nächsten Tag. Gut, das ist nichts für mich. Ich würde eher auf die gehen. So, jetzt haben wir hier ganz verschiedene Bunde, die sehen etwas sportlicher aus und die schauen irgendwie mehr nach High-End. Was ist denn der große Unterschied? Also das sind standardmäßige Geräteflossen. In diese Flossen zieht man Füßlinge an. Du kannst nicht mit dem nackten Fuß da rein. Wir brauchen Schuhe, um richtig gut tauchen zu können. Das ist wirklich was für einen Gerätetaucher. Das ist die Standard-Beginner-Flosse. Das ist eine Vollblattflosse. Bei Flossen grundsätzlich geht es immer um die vordere Abrisskante. Das ist das Wichtigste bei einer Flosse, weil das ist das, was dich nach vorne treibt. Wenn du jetzt eine ganz schmale Flosse hast, dann musst du ziemlich paddeln, dass du vorwärts kommst. Und je breiter das vorne ist, desto besser treibt sie dich nach vorne. Und deswegen, ich gebe dir die kurz. Also so schaut die aus, ne? Also, ein bisschen näher gucken. Für die Ferse hinten. Der große Unterschied zu der ist, sag's mir. Die ist gespalten. Jawohl. Und wie gesagt, die vordere Abrisskante ist ja das, worum es geht. Und bei der haben die künstlich verdreifacht. Größere Fläche. Ganz genau. Heißt größere Fläche, mehr. Absolut. Mit der kannst du richtig, wenn du schwer unterwegs bist, auch im Trockentauchanzug mit ganz viel Blei,
kommst du mit der Flosse richtig gut vorwärts. Das ist eine Arbeitsflosse. Und das haben auch die fortgeschrittenen Taucher, entscheiden sich dann eher für sowas. Mhm. Die Beginner fangen mit einer ganz normalen Flosse an. Also Beginner bin ich. Genau, du kriegst eine ganz normale Flosse. Eine ganz normale Flosse. So. Also, erstmal wissen wir nun, was Taucherbrillen sind, Schnorcheln und Flossen. Jetzt braucht man noch viel, viel mehr zum Tauchen. Und da gibt es jetzt deinen Mann, ne? Genau, den Thomas. Ja, den Thomas. So, da sehen wir uns gleich, wenn der Thomas mit mir hinten steht, bei den Tauchanzügen. Mal schauen, was bei mir blüht. Ne? Weiter geht's zum Thema Tauchanzug. Thomas, du kennst dich, glaube ich, perfekt aus. Heute Abend bin ich also in einem ähnlichen Gewand, dann mich in die Fluten schmeißen. Richtig, ganz genau. Weil den Tauchanzug brauchen wir ja, sonst kühlst du ja im Wasser ziemlich schnell aus. Mhm. Und wenn du dann frierst unter Wasser, dann macht das alles keinen Spaß. Dann beißt du unter Umständen auch noch das Mundstück durch von deinem Atemregler. Den brauchst du ja auch unter Wasser. Fangen wir an bei Null. Das heißt, ich ziehe mich komplett aus, genau, und ziehe ein enges Badehöschen an. Richtig. Genau, ziehst ein enges Badehöschen an, mhm, und der nächste Schritt wäre dann, mhm, schon der Tauchanzug. Da ist die erste Frage, was ich nicht begreife, wie bekommt man den drüber, weil Neopren bremst ja auch. Ja, richtig, aber also heutzutage sind die Neoprenanzüge innen drinnen so hervorragend kaschiert, mhm, mit so einer Gleitschicht, dass es jetzt ziemlich leicht geht. Früher war das wirklich ein Problem, da hat man geschwitzt. Und da liegt der Hund begraben. Je mehr ich schwitze, umso mehr Wasser habe ich auf der Haut und umso schlechter lässt sich der Anzug anziehen. Mhm. Ganz klar. Das ist jetzt seit heutzutage überhaupt kein Thema mehr. Also ich flutsche heute Abend in den Anzug. Richtig, ganz genau. Du flutschst richtig. Ich flutsche in den Anzug. So, Anzug angezogen. Was kommt dann alles? Fangen wir oben an. Okay, natürlich. Maske? Richtig. Wir brauchen eine Maske, sonst können wir ja nicht sehen unter Wasser. Mhm. Wir brauchen nämlich Luft zwischen Wasser und Auge, damit der Mensch sehen kann. Die Maske ist natürlich auch das Wichtigste beim Taucher, denn wenn die nicht richtig sitzt, die Maske, dann läuft sie mit Wasser voll und ich habe ständig das Problem, das Wasser auszublasen. Mhm. Also deswegen muss ich gucken als Taucher, als Beginner, dass ich eine ordentliche, gut sitzende Maske mir kaufe. Die einfach wirklich zu ist. Richtig, genau. Wo es reinläuft, einfach klare Sicht. Ganz genau, mhm, richtig. So, dann kommt ja in dem Fall jetzt kein Schnorchel heute Abend, nein, sondern ein Atemregler. Der Atemregler, ganz heißt, genau. Heißt, ich bekomme hinten drauf Sauerstoff? Ja, Sauerstoff ist es zwar nicht. Mhm. Die meisten Leute meinen, wir haben Sauerstoff in der Flasche. Mhm. Das ist nicht der Fall. Das ist ganz normale Pressluft, mhm, also Umgebungsluft, die, mhm, wir hier auch atmen. Die wird nur gepresst, mhm, in die Flasche, also reingepresst, mhm, und die atmen wir auch. Es gibt zwar Sauerstoff angereicherte Luft, aber das ist ein anderes Thema. Kann vielleicht der Benno dann später mal mit dir ansprechen. Das wird der Tauchprofi, ne? Genau. So. Das heißt, Atemregel ist dieses Teil. Ich nehme das in den Mund, richtig, und kann ganz normal ein- und ausatmen. Ganz genau. Das ist jetzt ein spezieller Atemregler. Das ist ein sogenannter Westenautomat. Der ersetzt den herkömmlichen Oktopus. Wenn der Kameramann jetzt mal nach unten schwenkt. Das tut er. Dann wäre das jetzt hier dein Atemregler, mhm, dein Oktopus und deine erste Stufe, die wir in die Flasche, mhm, schrauben. Mhm. Und die reduziert dann den Druck, der in der Flasche, mhm, herrscht, auf den Umgebungsdruck. Und somit kannst du aus dem Atemregler ganz normal wie hier an der Oberfläche ein- und ausatmen. Durch den Mund, aber nicht durch Nase. Richtig, ganz genau. Du kannst zwar durch den Mund einatmen und durch die Nase ausatmen. Wo geht die Luft dann hin? Die geht in die Maske und verdrängt dann unter Umständen das Wasser, das in die Maske läuft. Ah, okay. Verdrängungsprinzip. Physik. Richtig, genau, Physik. Gut. So, was haben wir noch da? Das ist ein Gurt? Das ist ein Gurt, der das checket. Das ist dein Auftriebsmittel. Mhm. Weil wenn du jetzt halt unter Wasser gehst, dann müssen wir dich erstmal mit Blei vollpacken. Weil alle Gerätschaften und der Anzug hat ja Auftrieb. Ach so, ich also bekomme Blei. Ganz genau, du würdest ohne Blei an der Oberfläche schwimmen und gar nicht untergehen. Also müssen wir den Auftrieb überwinden in Form von Blei, das sich hier im Jacket befindet. Aha. Genau, das ist die sogenannte Bleitasche, da füllen wir Blei rein, mhm, und geben das ins Jacket. Also wie bei der Mafia, heute Abend schläfst du bei die Fische. Richtig, die Mafia hat aber meistens Betonblöcke. Gut, wir nehmen Blei, komm. Wir nehmen lieber Blei. Jetzt werden sich manche denken, hoffentlich geht das Blei nicht mehr raus. Nein, es wird rausgehen. Ich denke, so schlimm ist es nicht, oder? Doch.
So. Auf jeden Fall. Damit sinke ich dann? Genau, runter. Das Blei bringe ich jetzt nach unten. Mhm. Dann kommt auch schon der Atemregler zum Einsatz. Sonst, ne, du musst, willst ja atmen. Und die Maske ist natürlich auch wunderbar dicht. Dann kannst du alles wunderschön sehen unter Wasser. Und damit du vorwärts kommst unter Wasser, brauchst du natürlich auch Flossen. Und vorher aber die Schuhe, wie sie gemeint haben, diese Füßlinge. Genau, richtig. Wir Taucher haben ja die sogenannten Füßlinge an, weil wir müssen uns die Füße schützen. Wenn wir vom Strand aus, also über den Strand laufen, haben wir Steine zum Beispiel oder kaputte Muscheln, Seeigel. Und das wollen wir auf jeden Fall nicht in unseren Fußsohlen treten. Okay. Deswegen haben wir die Schuhe an und mit den Schuhen gehen wir hier dann in die Flosse. Und hinten? Und hinten Fersenband über den Schuh drüber und schon sitzt die Flosse ganz bequem an deinem Fuß. Weißt du, was ich meine, wie ich heute Abend ausschaue, wie das Sams? Ah, ja, eine Ähnlichkeit hat es. Und übrigens, das Bamberger Theater kauft hier die Flossen für den Sams. Nee. Doch, tatsächlich. Die Samsflosse kommt hierher? Genau. Von uns kommt die Samsflosse. Cool, oder? Spektakulär. So, das heißt, den Taucheranzug etc. Zubehör gibt es in allen größten Variationen, auch Qualitätsunterschiede bei euch komplett. Richtig. Das heißt, alle Farben, auch in Grün, wie ich sehe, in Blau, in Weiß, was man möchte. Naja, farblich sind wir etwas eingeschränkt, weil große Farbnuancen kann man da nicht verwenden. Okay. Weil wir halten es eher, oder die Hersteller halten es eher ein bisschen gedeckt, weil der sonst zu arg verschmutzt. Mhm. Wir tauchen ja auch in Süßwasser, also sprich Steinbrüche und so weiter, und dann wird er halt schneller mal schmutzig. Mhm. So, was ich jetzt ganz cool finde, dass es sowas in Bamberg gibt. Wusste ich nämlich vorher nicht. Ich finde es genial. Jetzt gibt es ja noch viele, viele Kleinigkeiten, Accessoires, nenne ich mal, die man mitnehmen kann. Ob man sie braucht oder nicht, sei dahingestellt. Richtig. Aber die gucken wir uns jetzt gleich mal an. Da seid ihr mit dabei. Es gibt richtig ganz tolle Sachen. Ich glaube, für manchen Taucher, wenn es so sagen, oh, hätte ich gerne. Ne? Weiter geht's. Und zwar haben wir nun mal ein bisschen so Accessoires rausgesucht, was es alles zum Thema Tauchen noch gibt. Ja. Das heißt, bei euch kann man jetzt nicht nur mehr Taucher ankaufen, man kann generell kommen und sagt, ich bin schwimmbegeistert und möchte mich ums Thema Schwimmen bei euch ein bisschen begeistern, das geht. Richtig. Wir haben nahezu für jeden Wassersportler hier in Bamberg haben wir Anzüge jetzt parat. Wir haben ja hier ganz viele Kanuten, Kajakfahrer hier in Bamberg. Ja, ja, klar, die kaufen auch bei uns ihre Anzüge ein. Die sind dann zwar nicht so dick wie jetzt die vom Taucher, 7 und 5 mm, sondern eher so 3 bis 1 mm. Mhm. Na, willst du mal einen sehen mit 1 mm, damit du dir vorstellen kannst? Das hier zum Beispiel wäre jetzt 1 mm. Ach, das ist ja. Das ist sowas, fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an. Ne? Und gleitet auch ganz schön. Weil der hat nämlich noch den Vorzug, den könnte ich unter einen Tauchanzug mit 5 oder 7 mm nochmal drunter anziehen. Dann gleitet mein Anzug besser und habe nochmal mehr Isolation. Mhm. So, Kanu und Kajak, was ist der Unterschied? Die Kanuten. Bratata. Ja. Kommt der Klugscheißer. Ich bin nämlich mal gefahren mit dem Bamberger. Was war das? Kajak oder Kanuten? Weiß ich nicht. Na, guck dir mal Bamberg TV 1 mal rein. Ich bin auf jeden Fall gefahren, weil ich es nicht mehr selber weiß, was ich gefahren bin. Ja, auf jeden Fall haben die mich auflaufen lassen. Ich weiß es. Also, ein Kajak wäre jetzt zum Beispiel das Boot mit zwei Paddeln, so links und rechts. Und das Kanu, das hat nur einen Paddel. Bin ich richtig? Und ist ja offen, das andere ist ja zu. Ganz genau. Ganz so, und wie ich da hin bin, so ein Fahren, hat er gemeint, was ich anziehen soll. Achtung, Socken, Badeschlappen, Pullover und Jacke. Und so bin ich auch abgesoffen. Oh, ja, und das, das ist natürlich nicht schön, ne? Vor allen Dingen sehr kalt. Richtig, aber das war auch Sinn und Zweck der ganzen Übung von denen. Okay. So, gehen wir zurück zum Thema, was es alles gibt. Ich fange jetzt mal an. Sieht aus wie ein Schwimmreifen, hat eine Fahne, wozu? Das ist eine sogenannte Oberflächenboje. Wir tauchen ja auch in Gewässern, wo Schiffsverkehr herrscht. Also da fahren am Kanal hier zum Beispiel bei uns in Bamberg fahren ja Schiffe. Da taucht ihr auch? Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Wir dürfen hier nicht tauchen, aber nur damit du mal siehst, dass hier auch Schiffe fahren, wo wir tauchen, dass auch Schiffe fahren können. Und damit die Schiffe uns, also wissen, dass da unten ein Taucher ist, haben wir hier die Oberflächenboje. Da ist ein Seil dran befestigt und der Taucher hat das Seil an sich befestigt und zieht die Boje quasi an der Oberfläche mit sich mit. Cool. Genau, das ist für die Bootsfahrer, damit die wissen, da könnte ja jetzt einer auftauchen.
Das ist ja cool. Oder auch für den Angler wichtig, ne? Oh, genau, für den Angler besonders. So, es gibt auch Mützen. Zum Tauchen werden die aber nicht sein, ne? Nein, die sind für nach dem Tauchen. Ach so. Ja, da haben wir ja jetzt zum Beispiel jetzt sehr kalte Temperaturen und ich habe ja nasse Haare und dann möchte ich mir natürlich auch den Kopf schützen, wenn der Wind bläst, oder die Ohren schützen. Da sind die natürlich dann genau die Mützen genau richtig. Würdest du jetzt weniger brauchen, ne, bei der Haarpracht? Ja, das stimmt. Bei meinen kurzen Haaren ist immer alles gut. Ja, so. Viele, glaube ich, sagen, wenn sie tauchen würden, Fotos machen, Foto-Video. Richtig. Jetzt gibt es da eine Kamera. Genau. Mit Licht oder Blitz. Das ist ein Videolicht. Mit Videolicht kann ich ja auch Fotos machen. Und das Videolicht hat die Eigenschaft, oder ein gutes Videolicht hat die Eigenschaft, dass es erstmal, ich mach's mal an, einen extrem großen Abstrahlwinkel hat von 120 Grad, weil die jetzigen Kameras haben ja alle einen Weitwinkel eingebaut. Und dann muss ich natürlich dann auch, dementsprechend muss ich auch ausleuchten. Dann ist es wichtig, dass die Kamera auch dimmbar ist für schlechte Sichtverhältnisse. Muss man sich vorstellen, wie zum Beispiel beim Nebel, muss ich ja beim Auto auch abblenden können. Sonst habe ich ja zu viel. Richtig, und das mache ich mit der Kamera genauso. Wie toll, ist sowas mit Kamera komplett? Das alles, das ganze Set zusammen kostet um die 800 Euro. Das geht aber. Also für einen Einsteiger genau das Richtige. Also? Das ist mal was ganz Cooles. So, Licht Nummer 2. Jawohl. Taschenlampe. Das ist eine für Tauchlampe. Ich mach's ein bisschen weg von der Kamera, weil. Ja, genau. Die hat er zu 1500. Wieso blinkt Lumen. Die jetzt? Hat die das ist eine Funktion, um auch, wenn der Taucher jetzt Probleme hat, damit er auf sich aufmerksam machen kann. Ah. Unter Wasser, ne? Oder also, wenn ich jetzt da stehe, zum Beispiel, ich bin Taucher, Dirk ist auch Taucher, ich habe jetzt Durst. Ganz genau. Und dann schaltest du die Blitzfunktion ein, dann weißt du ja ganz genau, du hast Durst. So, bin gespannt, ob du dir was zum Trinken holen, ne? Stempel? Stempel ist ganz wichtig. Wir Taucher, wir locken ja unsere Tauchgänge. Flieger machen das ja auch, die locken ihre Flüge, weil das auch Voraussetzung ist für manche Kurse, die man anschließend noch belegen kann. Aber die Tauchgänge, wo locke ich die? Die locke ich natürlich in einem schönen Logbuch. Und um das alles zu personalisieren, kann ich mir einen Stempel machen. Da sind auch ganz schöne Motive drauf. Oh. Ich weiß nicht, ob das die Kamera auffangen kann. Wenn er mal ein bisschen herläuft. Wirklich schön. Schau mal hier. Wer ist denn was? Ich würde sagen, Dirk, du bist der Delfin. Aber da ist auch noch ein Walhai. Ein Walhai? Ja. Ja, Wal ist ein bisschen größer, das ja. Dann bin ich halt die edle Krabbe, ne? Da kannst du das einfach dann mit einem schönen Logo versehen, mit einem schönen Motiv. Und auch für Kinder Spruch. Cool. Auch für Kinder. So, Selfie-Stick versteht sich von selbst, wenn ich filmen will, mich selber filmen möchte. Ganz, der ist ganz wichtig. Das ist das meistverkaufte Produkt bei uns, Selfie-Stick. Weil man sieht ja heutzutage die jungen Menschen nur noch mit Selfies umherlaufen. Mhm. Und damit sie das auch unter Wasser machen können, gibt es extra diesen Stick. Ups. Unglaublich. Unglaublich. Hier haben wir wie eine Angelschnur, aber wird keine sein. Nein, das ist ein Reel. Reel. Ein Reel. Stell dir vor, wir tauchen jetzt ein bisschen unter Wasser und wir Taucher müssen ja am Ende des Tauchgangs einen Sicherheitsstopp einhalten von 3 Minuten in der Regel. Mhm. So. Und damit ich meine Tiefe halten kann, dann beginne ich bei 5 Meter den Sicherheitsstopp. Und damit ich die sicher halten kann, habe ich eine Boje, da fülle ich Luft rein, die Boje schießt nach oben. Und ich brauche ja eine Befestigung von der Boje zu mir. Und das ist dieses Reel. Finde ich cool. Also ich finde es wirklich cool. Tauchen finde ich jetzt schon cool. Ja. So, da haben wir eine tolle Hand. Richtig. Mit, wie eine Uhr. Das ist jetzt die neueste Generation der Tauchcomputer. Und zwar jetzt mit Farbdisplay. Früher waren das ja immer nur einfarbige Displays. Jetzt mittlerweile hat auch das Farbdisplay bei uns Einzug gehalten. Und der Tauchcomputer ist das wichtigste Accessoire für einen Taucher. Denn der sagt dir, wie tief du bist, wie lange du noch in der Tiefe bleiben darfst, ja, wie viel Luft du noch in deiner Flasche hast zum Atmen. Welches Datum ist, wie warm das Wasser ist. Richtig, ganz genau. Und ob ich im Salzwasser oder Süßwasser bin. Richtig. Cool. Das ist sozusagen der Computer für einen Taucher das am Navi. Handgelenk. Praktisch das Navi für den Taucher. Navi auch, denn ich möchte dir mal zeigen, hat auch einen Kompass. Ich breche ab. Ich weiß nicht, ob das die Kamera auffangen kann. Also das ist wirklich extremst komfortabel. Dann weiß ich nämlich immer ganz genau, wo muss ich denn hintauchen, dass ich rechtzeitig zum Essen heim bin.
Und wenn es richtig kalt ist im Wasser, gibt es auch dafür die passende Haube. Dann kommt die Tauchermaske, nicht Brille, da drüber. Richtig, ganz genau. Und das ist jetzt speziell eine Eistauchhaube, weil wir Taucher sind ja so verrückt, wir gehen sogar unter Eistauchen, unter geschlossener Eisdecke. Ja, es ist aber nicht so schlimm, weil außen, also außerhalb des Wassers ist es meistens kälter als im Wasser, weil das Wasser ja nur maximal 1 Grad kalt werden kann. Plus ein Grad. Mit 1-6, 5 Grad, ja gut. Ist das Wasser ja dann warm. Ne? Aber um sich dann vollends zu schützen, habe ich diese Eistauchhaube. Man sieht dann nur durch diesen kleinen Seeschlitz. Die Maske ist drüber und hier ist dann der Atemregler drin. Und so habe ich dann nur ganz wenig Haut im Freien, das frieren könnte. Also Erotikbedarf kann das auch sein, ne? Erotikbedarf ist bestimmt auch. Also eurer Fantasie überlassen. Jetzt gibt es noch was Tolles hier. Ist ein Bag und das ist wirklich wasserdicht, stimmt's? Richtig. Heißt, ich kann alles reinschmeißen, Geldbeutel, Handy, iPhone, Android, wurscht, alles. Bleibt hocken. Alles, du tust es da rein, dann schlägst du das hier 2 oder 3 Mal um, je nachdem. So, schau, dann machst du hier die Schließe zu und dann hast du hier schon einen Ball, also du siehst ja... Und das bleibt wirklich wasserdicht? Luft, ja, die Luft ist ja drin. Krass. Und wenn keine Luft raus kann, kann auch kein Wasser rein. Da hat man jetzt recht. Richtig. Und dann dürft ihr kurz noch hier mal drauf gucken, weil es gibt nämlich auch noch Werkzeug unter, was man brauchen könnte, wie eine Schere, eine kleine Säge, ein bisschen Messerchen, wenn der große böse Fisch kommt und man sich wehren muss, ja, dann das. Und jetzt wart ihr ja schon oft tauchen, nicht nur in einem Schwimmbad, wo wir heute Abend tauchen, sondern wart ihr auch schon in großen Gewässern, großen Meeren. Richtig. Denn da gibt es auch tolles Filmmaterial, ne? Auf jeden Fall. So. Was wir jetzt machen, bevor es weitergeht, dürft ihr euch mal 60 Sekunden lang schöne Impressionen angucken unter Wasser vom Tauchen, die ihr gefilmt habt mit der GoPro, ne? Ja, genau, so. Richtig. Eigentlich dachte ich, es geht weiter und ich fange das Tauchen an. Nein, erstmal müssen wir die Flaschen befüllen. So, Thomas, ihr habt eine eigene Flaschenbefüllstation. Richtig. Das heißt, genau. Wo kommt jetzt die Luft her, die reinkommt? Gut, die Luft kommt natürlich vom Kompressor. Der steht einige Räume weiter hinten. Wegen der Geräuschentwicklung haben wir den weiter nach hinten gebaut. Die Luft kommt über diese Leitung hier an, geht dann über die Verteilerstation, dann in die Flasche. So, dann befüllen wir jetzt mal die Flasche, mal gucken, wie es funktioniert. Jawohl. Also. In der Regel ist es ganz simpel. Ich befestige hier den Füllstutzen in der Flasche, in der Flaschenöffnung. Dann öffne ich hier das Ventil und schon strömt die Luft, man kann es auch hören, strömt die Luft über den Schlauch hier in die Flasche. Und hier starte ich den Kompressor. Wann weiß die Flasche, dass sie voll ist? Die Füllanlage schaltet bei 220 Bar selbstständig ab. Ah ja, so, da gucken wir jetzt mal drauf. Ne? So, der Kompressor wirft sich an und dann... Ganz genau. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir können in der Zwischenzeit vielleicht mal was anderes machen. Ja. Na, und dann schauen wir noch mal her. Machen wir das doch so. Also, so, was gibt es noch Schönes bei euch zu entdecken in der Werkstatt? Also, das ist jetzt meine Werkstatt. Die ist ganz wichtig. Das ist quasi auch das Herzstück, wenn man so möchte, weil Tauchen ohne Service, das geht gar nicht. Okay. Service fängt beim Kauf schon an. Das ist jetzt der Atemregler von einer Kundin. Die hat sich den Atemregler gekauft und den Computer dazu. Meine Aufgabe ist es als Fachhändler jetzt den Atemregler richtig einzustellen. Denn vom Werk sind die alle nur voreingestellt. Das kennt man zum Beispiel beim Radkauf. Wenn ich ambitionierter Radfahrer bin und kaufe mir ein richtig teures Rad, dann kann ich das nicht einfach mitnehmen, sondern ich muss das erst einstellen lassen auf mich, auf meine Höhe, auf meine Beinlänge. Und hier muss ich zum Beispiel den Mitteldruck einstellen. Also personalisieren. Richtig, richtig, ganz genau. Wenn man mal hierher schaut,
Die erste Stufe muss eingestellt sein auf einen Mitteldruckwert von 9,5 plus minus 0,3 bar. Okay. Wenn ich jetzt hier mal herschaue, der hat über 10 bar. Der Fachhändler ist dazu jetzt verpflichtet, den so einzustellen, dass er passt. Mhm. Jetzt das heißt, die Flasche gehört auch dem Kunden dann, oder? Nein, nee. Die Flasche ist jetzt von uns. Die wird geliehen praktisch bei euch? Genau, die wird geliehen. Renderflasche? Richtig, genau, Renderflasche. Ich gehe jetzt her und bringe jetzt den Mitteldruck, so wie er eingestellt werden sollte, und zwar 9,5 bar. Und so kann ich ihn jetzt herausgeben, damit es tauchen, also dass es keine Schwierigkeiten beim Tauchen gibt. Ich finde das echt cool bei euch. Also ich... Ja, ja. Tauchen finde ich jetzt wirklich noch cooler als vorher. Ich dachte mir so, ah, ist so schön, wenn du es dir anguckst, aber jetzt selber kribbelt es ein bisschen, ne? Toll, ne? Will ich schon unter Wasser. Richtig. Und wir haben ja vorhin schon mal Computer angesprochen. Das ist jetzt auch ein Computer, den sie sich gekauft hat. Und das ist jetzt der Sender dazu. Du siehst, das überträgt? Ach so. Ganz genau. Wenn ich den Computer jetzt einschalte, fährt er kurz hoch. Das ist ja phänomenal. Ja. Und dann kann ich hier unten links, es dauert ein bisschen. Das synchronisiert sich jetzt mit der Flasche? Jawohl, ganz genau. So, 91 bar habe ich jetzt in der Flasche und das sieht der Taucher während des Tauchgangs hier am Handgelenk. Zerfärbt. Genau, und ich bin jetzt wieder hier da, um die Paarung zwischen Computer und Sender vorzunehmen. Die Hochzeit. Richtig, ganz genau. Und das ist alles Service, was wir dem Kunden bieten. Und wenn der Dirk mal kurz nach da schwenkt, da steht nämlich seine Frau und grinst, weil das Wort Hochzeit, glaube ich, fanden sie ganz toll, ne? Total. Ja, na, schön, das war die Hochzeit. So, wir machen ein, was du hoppst nochmal dahinter, gucken wir, wer die Flasche ist. So, na, es steigt langsam, ne? Ja, es steigt langsam. Braucht halt ein bisschen. Es braucht ein bisschen, so, bis sich der Druck aufgebaut hat. Und dann geht's aber recht schnell. So, da würde ich sagen... Auf die Flasche fertig los. Es war so schön, Impressionen zu gucken, ich weiß. Und deswegen dürft ihr jetzt nochmal abtauchen. Und dann heißt es wirklich Vorbereitung vom Tauchkurs und dann gehe ich ins Wasser. Bis gleich. Los geht's also mit dem Schnuppertauchen. Benno, du bist wirklich Tauchlehrer vom Beruf. Naja, was ist von Beruf? Ich mache das nebenberuflich, aber das schon seit über 10 Jahren. Mhm. Meine Ursprungsidee war einfach, dass ich es so toll finde, so Erlebnisse wie jetzt dann mit dir später teilen zu können, dass Leute zum ersten Mal einfach die ersten Atemzüge unter Wasser machen und hochkommen und dann so ein Strahlen im Gesicht haben. Und das ist so eigentlich die Hauptmotivation. Und deswegen habe ich mich irgendwie dann dazu entschlossen, das einfach öfter haben zu wollen und habe jetzt vor 4 Jahren hier die Tauchschule übernommen und mache das immer noch leidenschaftlich gerne und kann quasi von Anfänger, so wie du jetzt so die ersten Kontakte bis zum Tauchlehrer mittlerweile ausbilden. So, das heißt, heute Schnuppertauchen. Richtig. Was kann ich danach alles machen? Also nach diesem normalen offiziellen Schnuppertauchprogramm darfst du mit jedem SSI-Dive-Profi überall auf der Welt zusammen, zum Beispiel auch im Meer, bis 12 Meter tauchen gehen. Also ich bräuchte aber einen Profi mit dabei. Du bräuchtest definitiv jetzt noch einen Profi dabei, weil das ja kein vollständiger Tauchkurs ist. Das ist eigentlich nur so ein Reinschnuppern, einfach mal ausprobieren. Das nutzen sehr viele, einfach wenn sie sich noch nicht so sicher sind, einfach um so die ersten Atemzüge unter professioneller Aufsicht zu machen, um mal zu schauen, ob ihnen das so gefällt und ob sie vielleicht richtig tauchen lernen wollen. Wenn ich einen Tauchschein mache, wie teuer ist der? Was kostet ein grünes Auto? Ist schwierig zu sagen. Also wir versuchen, sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche geltend zu machen und das sehr ausführlich zu machen, dass die Leute wirklich auch sicher und selbstständig überall auf der Welt tauchen können. Das ganze Programm dauert dann 5 bis 6 Wochen und kostet bei uns in der Variante, die wir empfehlen, 569 Euro. Für mich so teuer.
Im Vergleich zu Autoführerschein oder einem Fallschirmsprungschein oder so ist es relativ günstig eigentlich, würde ich so sagen. Ja. Plus die Ausrüstung, was muss ich da rechnen? Also man sagt normalerweise, wenn man sich relativ früh zu Beginn seiner Tauchkarriere auch mit eigener Ausrüstung eindecken möchte, was wir auch immer empfehlen, weil nur dann lernt man es richtig, dann ist man ungefähr so bei 3.000 Euro ganz vernünftig dabei. Aber das ist wie bei anderen Sportarten auch, wenn ich jetzt mir ein Rennrad kaufe oder so, dann zahle ich da zum Beispiel auch 2.000 Euro dafür. Das ist halt eine Anfangsinvestition, die man vielleicht machen will. Und dann kommt es eigentlich nur noch darauf an, wie weit man halt mit Weiterbildung weitermachen will, wie oft man jetzt wirklich tatsächlich in Urlaub fährt oder so. Das hat man halt dann selber in der Hand. So, hier ist eine Tafel. Mehr Abenteuer erleben mit SSI heißt? Heißt, das ist quasi so die gesamte Tauchkarriere, die man quasi bei SSI machen kann. Wenn du jetzt mit dem Schnuppertauchen fertig bist, wäre quasi der erste Schritt, wenn du wirklich tauchen lernen möchtest, der sogenannte Open Water Diver Kurs. Das fängt quasi hier oben an. Das ist quasi ein international genormter Kurs, wo du überall auf der Welt mit einem gleichwertig ausgebildeten Tauchpartner bis 18 Meter Tiefe eigenständig tauchen gehen darfst. Immer zu zweit? Immer zu zweit, mindestens. Man kann natürlich auch zu dritt, zu viert oder zu fünft gehen, aber es müssen immer zwei sein. Das ist aber jetzt nur der Einstieg. Ich sage immer, das ist so den Fuß in der Tür haben. Ja, damit ist man jetzt noch kein vollständig ausgebildeter Taucher, weil man da eigentlich nur die ganzen Basistauchfertigkeiten mitkriegt, dass man halt selber in der Lage ist, mit den allermeisten Problemen fertig zu werden. Okay. Das Ziel eines Tauchers, so wie wir die Leute ausbilden, ist aber eigentlich eher hier unten angesiedelt, der sogenannte Master Diver. Das ist so vergleichbar mit wie der schwarze Gürtel im Tauchen. Das bedeutet, dass man einfach eine gewisse Art von, gewisse Anzahl von Weiterbildungskursen auch besucht hat und eine gewisse Taucherfahrung auch nachweisen kann. Deswegen steht hier auch zum Beispiel auch dabei, wie viele Tauchgänge man für die einzelnen Level braucht. Da ist SSI die einzige Organisation, die wirklich auch auf diesen Erfahrungsaspekt sehr, sehr großen Wert legt, weil man natürlich mit jedem Tauchgang einfach was dazulernt und mit jedem Tauchgang einfach besser wird. Das heißt, es sieht so aus, nach den ersten mindestens vier Tauchgängen darf man mit seinem Tauchpartner selbstständig tauchen, weiß aber vielleicht jetzt noch nicht so über Unterwassernavigation Bescheid. Man findet vielleicht jetzt eher schwierig den Weg und muss vielleicht, wenn man keine Luft mehr hat, irgendwo mitten im Meer auftauchen und an der Oberfläche zurückschwimmen. Und bei dem Kurs Unterwassernavigation lernt man zum Beispiel, wie man auch seinen Weg unter Wasser wieder findet. Oder es gibt natürlich auch Leute, die dann, denen die 18 Meter am Anfang nicht reichen, die wollen dann auch irgendwann mal ein bisschen tiefer tauchen. Viele Leute, die zu uns kommen, haben in irgendwelchen Unterwasserdokus mal was von Wracktauchen gesehen und fanden das super spektakulär. Und die meisten Wracks liegen halt nicht auf 10 oder 12 Meter, weniger, manchmal halt ein bisschen tiefer. Und da kann man sich quasi gerade mit solchen Leuten, die so ein spezielles Ziel vor Augen haben, so das eigene Weiterbildungskonzept mehr oder weniger zusammenstellen. Hinführen, ne? So langsam. Also hier in der Mitte sehen wir quasi alles, was es an Spezialkursen gibt, angefangen von Nachttauchen, Übertauchen mit Sauerstoff angereicherter Luft, Bootstauchen, Tieftauchen und so weiter, so ein ganz großer... Bootstauchen ist was Separates? Ne, da gibt es einfach verschiedene Verfahren, die man lernen muss, wie man sicher vom Boot aus taucht, vor allem wie man auch sicher in das Boot wieder reinkommt, bei Wellengang oder so, da gibt es ein paar tricky Momente, wo es auch zum Teil mal gefährlich werden kann. Und da ist es natürlich gut, wenn man das richtig von der Pike auf lernt, wie man sich da verhalten sollte. Ja, cool. Und man kann sich quasi aus diesem ganzen mittleren Bereich, aus diesen ganzen Spezialkursen, die dann aus 2 bis 3 Tauchgängen und einer kleinen Theorieeinheit bestehen, sein eigenes Weiterbildungskonzept so zusammenbasteln, wie man möchte. Okay. Ja, um dieses letztendliche Ziel, den Master Diver zu erreichen, braucht man aus diesem ganzen Bereich 4 verschiedene Spezialkurse und einen, der ist verpflichtend vorgeschrieben, das ist der sogenannte Diver Stress and Rescue Kurs. Da lernt man zum Rescue Beispiel, sagt das Wort schon, ne? Rescue ist das Wort schon mit drin, da geht es darum, ein bisschen fortgeschrittenere Problematiken unter Wasser auch lösen zu können, wobei aber der Hauptaspekt des Kurses darauf liegt, diese Probleme gar nicht entstehen zu lassen, sondern schon im Vorfeld den Blick dahin zu schulen, wo was passieren könnte, dass man das quasi von Anfang an quasi schon vermeiden kann. Also dass man potenziell stressige Situationen schneller erkennt und da einfach geschult wird, das sofort zu vermeiden. So, jetzt heißt erstmal eine Stunde Pauken für mich, du erklärst mir jetzt alles ganz genau. Wir machen jetzt zusammen wie geplant ein Schnuppertauchprogramm, ganz offizielles. Es geht los mit einem bisschen kleinen Schreibkram. Wir sind ja in Deutschland, haben wir ein bisschen auch Papierarbeit zu machen. Das lieben wir auch so. Ja, ganz, ganz besonders. Dann haben wir eine kleine Präsentation auch, die wir bei dem Schnuppertauchen benutzen, wo wir dir quasi erklären, was jetzt für die ersten Atemzüge unter Wasser wichtig ist. Das wird ungefähr so eine halbe Stunde dauern. Dann habe ich hier auch schon ein bisschen Ausrüstungsteile hergerichtet, dass wir uns das mal wirklich live auch anschauen können. Dann kleiden wir dich ein, dass wir die richtigen Größen haben, dass du dich auch wohlfühlst, dass du die richtige Maske hast und so weiter. Und dann geht's ab ins Schwimmbad und dann werden wir mal schauen, ob du unter Wasser noch so entspannt bist wie jetzt. So ist es.
@tv1. Gefallen Ihnen unsere Sendungen? Dann werden Sie Fan bei Facebook. Finden Sie stets aktuelle Neuigkeiten und sehen immer zuerst unsere neuen Sendungen. Jetzt TV1-Fan werden. Ein kleiner Klick mit großer Wirkung. Jo, ne? Gut.